Hallo und herzlich willkommen, liebe YouTube-Freunde, zu einer weiteren Folge Lies. Gut, wir haben jetzt das letzte Mal da die Teile gebracht. Und jetzt versuchen wir, dass das endlich funktioniert. Nachdem wir da jetzt eh sehr, sehr lang doof herum da haben. Ich hänge da irgendwo. So. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Denn das hat ja eine Weile gedauert, bis ich das einmal da jetzt gelöst habe. Ja, das war aber, das muss man ja auch sagen, einfach aufgrund dessen, so, dass uns da das schierche Monster wieder so geschreckt hat, haben wir auch keine Zeit gehabt zum Schauen. Muss man ja auch erwähnen, gell? Okay. So, dann probieren wir jetzt einmal, ob sie jetzt an irgendwas rührt. Okay, da hat sie weiterhin noch nichts da. Aufgefüllt wäre das aber da. Gibt es aber sicher nur irgendwo eine Stelle, wo ich das auffüllen müsste. Ja, da rührt sie leider immer noch nichts. Ach, und es geht weiter mit der Sucherei. Gut, dann habe ich das Teil da wahrscheinlich wieder umsonst hergebracht. Wo ist die zweite Stelle, wo das reingehört? Ich weiß es nicht. Weiß es ganz und gar nicht. Oh, jetzt ist echt schon sehr ungemütlich zum Sitzen. Oh, yeah. Okay. Bei diesen Folgen bin ich sehr viel am Suchen. Ich lasse das jetzt einmal da liegen. Und wir schauen wieder durch. Wie gesagt, die Orientierung habe ich da schon sehr lang verloren. Ich kenne mich da echt schon gar nicht mehr aus. Aber okay. Wo gehen wir denn hin? Ich weiß echt nicht. Okay, das war dann da. Ist das Monster eigentlich nur da? Das ist ja schon mal die Frage. Normalerweise gehört doch da das zweite nur austauscht. Oder das muss doch so sein. Und ich hab's weggedrungen. Das wäre wahrscheinlich gegangen, wenn ich es einfach so eingesetzt hätte. Oder? Ist denn das eine Möglichkeit? Ich denke schon. Wir probieren's. Also eigentlich voll dumm, dass ich's mitgenommen hab. Ah komm. Aber ich habe eben immer versucht, dass ich das alte rausziehe. Und das hat nicht geklappt und deswegen habe ich das jetzt mitgenommen. Obwohl ich ja das vorher schon angeschaut gehabt hätte. Ja. Ich bin einfach viel zu wenig Zucker mittlerweile. Aber es geht doch nicht. Es geht nicht. Kann das da nicht einsetzen. Oder einfach austauschen.
Nö, kann ich nicht machen. Kann ich nicht machen. Wenn nur irgendwo ein Stück habt, wo das reingehört. Bräuchte echt Hilfe. Weiß nicht weiter. Ah, immer wieder komme ich da her. Ich weiß wirklich nicht mehr, wo ich noch hin soll. Verzweiflung. Oh, ich glaube, das Monster ist nicht mehr da. Und jetzt gehe ich wieder darauf. Alter, ich weiß nicht. Jetzt wird es mir langsam zu fad. Ewig lang was suchen, das mag ich aber überhaupt nicht. Da bin ich nicht so der Fan davon, ne? Aus dem renne ich ständig denselben Mist und hab keinen Plan. Ich renne doch nur im Kreis. Bin ich wieder bei dem da. Nö, nö, nö. Ach so. Das wollen wir schon offen haben. Jetzt rennen wir wieder. Ich weiß es nicht. Oh, leid. Irgendwas ist da sehr laut, ne? Nee. Ich kann das da leider nicht ändern. Und jetzt? Und jetzt? Weiß ich nicht mehr weiter. Ja, ist mir schon sowas von wurscht, wenn ich da reinrenne, wirklich. Das ist wieder irgendeine Kleinigkeit, die was ich einfach komplett übersehe. Irgendeine ganz eine Mini-Kleinigkeit.
Komm, das ist eher Exist. Oh! Ach, Leute. Ich bin doch. Habe ich den Hebel vorher echt nicht gedrückt? Bin ich so blöd? Wie behindert ist man denn? Und jetzt? Gut, das eine haben wir gelöst. Das nächste Problem haben wir schon wieder. Da rührt sich nichts. Allein, ich suche die ganze Zeit für nix und wieder nix. Dabei habe ich nur einfach den Höbi nicht. Ma, was ist denn da? Dimitris, you jerk. I know it was you who stole my sandwiches last week. I will get back at you and you'll be sorry for it. PS, how's the misuse? Oh, mich ärgert das so gerade. So, wir haben da alles Auftrag. Da bin ich ganz brav eingerennt. Aber an der Stelle geht es dann und zumindest schon mal wieder nicht mehr weiter. Dann dürfen wir eh wieder zurück. Aber da hat es ja noch Höhen gegeben. Boah, ey, wie mir das gerade ärgert. Und wie ich es eben gesagt habe, einfach eine winzige Kleinigkeit. Wo ich wieder null aufpasst habe, ne? Das, wenn man so unaufmerksam ist. Sagen wir mal, es ist schon spät. Ich mag sie auf irgendwo schirmen. Passiert immer noch nichts. Ich glaube aber nicht, dass es weit zurück muss. Ich glaube es nicht. Egal, wo ich da hier renne, entweder renne ins Feuer oder ich renne in den Pilz, das ist eh so wurscht. Und ständig da Bucker, das gefreut ja keinen. Okay, ja, stehe ja nur bald auf, ich saudepp. Komm, jetzt lass mich da mal irgendwo rein. Ach so, anstehen jetzt ein hey Leid. Was verpasse ich jetzt wieder? Jetzt habe ich noch eine Schnauze voll. Heute halt nicht mehr. Jetzt mag ich dann nicht mehr. Bin zu alt für Rätseln.
So, Kim, was ist jetzt das Problem? Drehen wir nochmal Auto. Gar nichts da. Drehen wir wieder auf. Tut sich nichts. So Leute, man merkt, dass ich geschnitten habe, weil, ja, nachdem ich da jetzt ein ewig immer gesucht habe, ne, weil ich nämlich doof bin, ja, bin ich drauf gekommen, natürlich kann man das ja da variieren und wir brauchen ja nur die Half Pressure, ne? Und das müsste jetzt dann eigentlich funktionieren. Oder auch nicht. So, und jetzt? Jetzt hat's funktioniert. Ah, Leute. So, gut. Ja, jetzt haben wir das einmal. Ne? Ja, in dem Video werde ich generell ein bisschen mehr rausschneiden, glaube ich, weil das ganze gesucht hat. Muss nicht unbedingt sein. Okay, wir dann jetzt weiter. Übrigens, Moment mal kurz. Den Timer muss ich noch weiter rennen lassen. Und starten, passt. Gut. So. Jo. Das war Prozedur. Aber jetzt geht's weit höher. Das ist schon mal gut. So. Ja, was weiß denn ich, dass ich das Rad da variieren kann? Sag's euch. The flooding of the lower passages makes it difficult to continue to use the tunnels to the lower laboratories. I have had the hatch installed to dissuade people from accessing the tunnels until further notice. Beware, the hatch is meant only to be used in case of emergencies. Prepare to get soaked. So. Dann gehen wir da weit höher. Da können wir aber da drehen. Das funktioniert nicht, da waren wir doch schon, oder? Sicher, da waren wir ja schon. Das haben wir auch schon gelesen, genau. Sowieso. Und jetzt geht's auch ganz auf. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Endlich. Okay, I wonder what kind of horrid experiment took place here. My mother, could she still be alive? Somewhere on this island? Adopted after all that I've seen, this all feels so strangely familiar. Why am I being chased? Who are they? I bet they carry many of the answers I seek. If only insanity had not claimed them first. Dann drücken wir. Oh. Oh oh.
Okay. Gut, dass es wieder weg ist. Saving. Was haben wir da noch? Nein, ich kann das wieder nicht. So intent she was on cutting off the child's limbs that she didn't notice her victim was long dead. She pierced what remained of the body with the blade that was cruddily attached to her wrist, replacing what was once her soft and caring hand. The dirty sack on her head covered her face but could not mask her anger. What a sight she was to behold standing among her young victims, her torn clothes drenched in blood, their soft skulls cracking open under the weight of her boots as she walked towards me, a sound well known to you both. A real monster, yet she is better off a monster than a coward like me. It's been 32 years since that fateful event and I haven't left her side ever since. So, wo waren wir da jetzt gerade? Okay. Da ist eine Höhe. Sehr gut. Aber ich glaube, Leute, dass wir an der Stelle jetzt das Let's Play beenden. Diese Folge beenden. Und beim nächsten Mal dann weiter dann. Denn da wurde ja vorher gerade gespeichert. Jo. Dann, wenn es euch gefallen hat, wieder Daumen hoch. Kommentare, Abos. Ich freue mich über alles. Und somit bis zum nächsten Mal. Tschüss.